Willkommen! In diesem Video lernen Sie, welchen Stellenwert Methoden in Kerstin Reichs konstruktivistischer Didaktik haben. Im Gegensatz zu klassischen Didaktiken sieht Kerstin Reich die Entscheidung darüber, welche Methoden beim Lernen eingesetzt werden sollten, nicht allein in der Hand des Lehrenden. Vielmehr solle ein Dialog mit den Lernenden über die Methodenwahl geführt werden. Dieser dürfe aber nicht in einer Überzeugung der Schülerinnen und Schüler durch den Lehrenden enden. Auch eine Manipulation, die die Wahlfreiheit der Lernenden nur simulieren, lehnt Reich ab. Methoden seien nicht bloß Techniken oder Formen des Handelns, die ein bestimmtes Lernergebnis garantieren könnten. Die einzig richtige Methode gebe es nicht, vielmehr müsse von einer Methodenpluralität ausgegangen werden. Diese sei immer in ein komplexes Beziehungsgefüge eingebettet. Reich entwickelt für diesen Zusammenhang das Bild der Methodenlandschaft. Auch wenn sich eine Methode bisher bewährt habe, könne sie keinen Lernerfolg garantieren. Daher fordert Reich die Lehrenden auf, zu experimentieren und neue Methoden zu entwickeln, auch wenn dies das Risiko des Scheiterns in sich berge. Als Qualitätskriterium für neu gefundene Methoden benennt er eine Stärkung des eigenen Findungs- und Erlebensprozesses, womit gemeint ist, dass die Weltkonstruktion des Lernenden immer Vorrang vor einem vorgeschriebenen Weg durch den Lehrenden habe. Dabei lehnt er die Rekonstruktion vorhandener Wissensbestände nicht grundsätzlich ab. Vielmehr müsse das Methodenensemble drei Arten des Lernens ansprechen. Lernen als Konstruktion betone Lernen als Erfinden und stelle die einzigartigen Weisen der Welterzeugung der Lernenden in den Mittelpunkt. Diese Welterzeugung müsse sich als viabel erweisen, also für den kulturellen Kontext des Lernenden passend erscheinen. Lernen als Rekonstruktion beziehe sich auf Lernen als Entdecken. In der kulturellen Welt sei vieles schon von anderen erfunden worden. Dies könne die Wahrheitskonstruktion des Lernenden bereichern, sie als kulturelle Vorgabe aber auch begrenzen. Rekonstruktive Anteile seien somit notwendig, dürften aber niemals das Primat über die konstruktive Seite erhalten. Deshalb sei Lernen als Dekonstruktion der dritte wesentliche Pfeiler. Hier gehe es darum, Gefangenschaften und Voreingenommenheiten einer kulturellen Sicht im eigenen Lernen immer wieder zu enttarnen und zu relativieren. Dekonstruktion sei dabei eine unendliche Aufgabe der Kritik und Selbstkritik. Wichtig sei auch dabei zu beachten, dass Lernen ein Prozess ist, der in sozialen Beziehungen erfolgt. Die drei Aspekte des Lernens, die Reich in seiner Methodenlandschaft als Häuser der Rekonstruktion, Ruinen der Dekonstruktion und Wege der Konstruktion bildlich beschreibt, seien ohne Blick auf die Beziehungsebene nicht zu begehen. Kerstin Reich geht davon aus, dass es die richtige Methode, die den Lernerfolg garantiere, nicht gebe. Daher sei es nötig, die Wahl der Methoden mit den Lernenden im Dialog zu diskutieren und fortwährend nach neuen Methoden zu suchen. Als Qualitätskriterium für neue Methoden nennt Reich, dass sie die eigene Weltkonstruktion des Lernenden ermöglichen. Das Methodenensemble habe mit Rekonstruktion, Dekonstruktion und Konstruktion drei Formen des Lernens zu berücksichtigen und auf die Beziehungsebene zu achten. Kerstin Reich plädiert dafür, eine Methodenpluralität zuzulassen und diese durch die Entwicklung neuer Methoden noch zu steigern. Dies sei nötig, da auch bisher erfolgreiche Methoden keinen Lernerfolg garantieren könnten. Die Wahlfreiheit impliziert dabei aber keine Beliebigkeit. Mit der Frage, inwieweit neue Konstruktionen die Wissenskonstruktion der Lernenden befördern können, ist ein Qualitätskriterium eingeführt. Im konstruktivistischen Sprachgebrauch lässt sich sagen, die richtige Methode gibt es nicht, sie muss immer wieder neu erfunden werden.